Kriminalität. Was macht das für 10 junge Männer in den Gefängnis zu stecken, statt sie an die Front zu schicken, das vielleicht die Tür haben? Die höchste Verfolgungsintensität haben wir in den Jahren 1938 und 1939. Also vor sozusagen der Kriegserklärung am 1. September 1939. 1940, 1941 geht die Zahl zurück und es ist interessant, dass praktisch sozusagen ab 1943 und 1944 sind dann relativ wenige Fälle und es sind dann auch zum Teil ältere Männer, wie zum Beispiel Gustav Gehner 1943 festgenommen wurde, beziehungsweise auch junge Männer, die als Systemerhalter hier auch notwendig waren. Also es waren ja hier auch junge Männer notwendig, beziehungsweise das Leben hier in Österreich oder im gesamten Deutschen Reich auch weiter zu ermöglichen. Ja. Die waren natürlich der Zivilgerichtsbarkeit zugeordnet. Was jetzt die Militärgerichtsbarkeit anbelangt, gibt es meines Erachtens Einkommen, die sich mit der Militärgerichtsbarkeit des Landes Wien beschäftigt haben. Der weist auch nach, dass einzelne Militärgerichte in Wien auch Fälle von Unzug wieder der Natur behandelt haben. Was allerdings da das ganz, ganz Schwierige ist, die unterste Ebene der Militärgerichtsbarkeit war direkt bei den Divisionen, bei den Einheiten angesiedelt. Und darüber gibt es praktisch keine Informationen. Es gibt weder Literatur dazu, wie da mit homosexuellen Männern mit Vergehen umgegangen wurde. Ich denke mir, es ist in den wenigsten Fällen zu einem Prozess gekommen, sondern war sie einfach fortschickt und damit war das auch sehr wichtig. Höchstens
sagen, wenn jemand von Urzeit war, also der Nazi, ob dann Angela Merkel noch nach dem Krieg weiter in Dokumenten war? Selbstverständlich, wenn der straffällig geworden ist, war das eine ganz normale Vorstrafe. Das war ein Bleibungszeugnis natürlich ausgewiesen. Ist auch dann immer wieder, dass wir dann später sozusagen oft in diesen Nazi-Akten sind dann Zettel, die auf spätere Aushebungen des Strafakts hinweisen. Also bis in die 60er Jahre. Da geht es dann zum Teil um den Tilgung. Und wir machen wegen des auf den Tilgung in den 60er Jahren abgeben. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass homosexuelle Frauen, lesbische Frauen aus Österreich nicht in einem KZ verzeichnet sind? Ist es nicht so gewesen, dass dann lesbische Frauen vor allem als asoziale Frauen, die ja glaube ich auch einst die Kennzeichen waren, in dem schwarzen Symbol, dass sie als asoziale Frauen in das Konzentrationslager gehandelt haben? Gibt es welche Auszeichnungen? Was da tatsächlich wollte, was? Ich kann nicht nur von den Frauen sprechen, die nach dem Paragraph 129.1b verurteilt worden sind. Also ganz konkret nach Unsubstantiatur. Wenn andere Tatbestände vorgetäuscht oder vorgeschützt wurden, ja? Also es gibt auch Frauen, die sozusagen ein Bündel an Delikten haben. Ja? Da kommen Betrugsdelikte, Einbruchsdelikte, aber auch Prostitution oder Kuppelei. Ja? Es gibt einen riesen Akt mit glaube ich, 3000 Seiten, ja? Wo es eigentlich um eine Pornoproduktion in der Nachricht geht. Ja? Und wo dann schlussendlich aber zwei Frauen als lesbisch identifiziert werden und verurteilt werden. Also, ich spreche nur von denen, die wirklich nach dem Paragraphen 129.1b verurteilt wurden. Von denen ist mir keine bekannt, die in ein Konzentrationslager gekommen wäre. Dass natürlich jetzt das nationalsozialistische Rechtssystem, ja, auch viele Möglichkeiten offen gelassen hat. Ja. Mit der Verschärfung des deutschen Strafrechts wurde auch ein Paragraph eingeführt, der eigentlich jede Rechtsordnung aus der Kraft setzt. Ja. Da alle Personen im nationalsozialistischen Volksempfinden widersprochen hat, automatisch strafbar war, Paragraph 2 des Reichsgesetzes. Ja. Das heißt, das ist ein Gummiparagraf. Ja. Also da kann man vieles unterbringen. Ja. Und mitunter war ja nicht einmal ein Verfahren notwendig, um jemanden in ein Konzentrationslager zu bringen. Ja. Man hat einfach jemanden abgeholt und abtransportiert. Ende der Diskussion. Ja. Also wie gesagt, ich kann nur jetzt die Fälle beurteilen,